Okay, da werfe ich den Trank jetzt in wenigen Sekunden auf mich. Okay, so. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, Herr Professor, Sie sind ja wirklich ein sehr charmanter Typ. Ja, natürlich, ich weiß es ja. Also, ich bin ja wirklich der beste Mann. Oh ja, das stimmt wirklich. Sie sind wirklich super toll. Oh ja, ich bin echt der beste Mann. Okay, ja, ja, kommen Sie mit. Ja, genau, ich mache hier so ein Herz in die Mitte. Genau, das ist überragend. Oh, Sie sind wirklich sehr cool. Oh, ich mag Sie so sehr. Hey. Oh ja, das stimmt. Ein neuer Tag in der Minecraft-Schule beginnt. Woo! Okay. Der gestrige Tag ist ja gut verlaufen. Der Paul ist nämlich gut in die Minecraft-Schule gekommen. Also neuer Schüler. Ich freue mich endlich, dass endlich ein neuer Schüler auch am Start ist. Also wir haben natürlich viele Schüler hier, aber ein neuer Schüler wäre auf jeden Fall auch ziemlich cool. Aber jetzt, stimmt. Der Aufbaudienst war ja da für die Minecraft-Schule. Deswegen muss ich auf jeden Fall mal nachschauen, ob die wieder alles hinbekommen haben. Die haben wieder alles hinbekommen. Also hier sieht es schon mal sehr gut aus. Okay, dann muss ich schnell mal unten vorbeischauen, weil da war alles zerstört. Hier stimmt. Oh mein Gott, hier ist ja alles wieder aufgehoben. Die haben das innerhalb einer Nacht haben die das geschafft, genauso wie vorher hinzubekommen. Okay, da hat der Lehrer auf jeden Fall gesagt, wie es auszusehen hat. Alter Schwede, okay, hier sieht ja alles gut aus. Okay, zum Glück haben die das wieder geschafft. Nicht, dass ich die ganze Schule einfach so zerstört habe und das einfach so für immer bleibt. Okay, das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut. Oh mein Gott. Okay, hier ist auf jeden Fall alles richtig. Ich muss aber heute auf jeden Fall noch daran erinnern, heute um Mitternacht muss ich diesen Trank trinken, den der John mir gegeben hat. Das darf ich auf jeden Fall nicht vergessen. Oh Mann, das wird auf jeden Fall eine Heidenarbeit, diesen Trank zu trinken, weil ich glaube, da habe ich wieder auf jeden Fall ziemlich viele Schmerzen oder so. Oder ich weiß nicht, was da passiert. Ich hoffe einfach dann, dass meine Fähigkeiten danach wieder, wieder am Start sind. Okay. Aber ich schau mal, wo der Paul ist, weil der Paul müsste ja eigentlich auch gerade in der Schule sein. Ich glaube nicht, dass der nach Candyland zurückgegangen ist, zu seinen Eltern irgendwie. Ich glaube, der müsste eigentlich hier in der Schule sein, oder? In die Minecraft-Schule ist auf jeden Fall ziemlich gut. Aber ich würde sagen, erstmal begrüße ich den Lehrer, weil der Lehrer müsste ja eigentlich wieder zurück sein. Herr Lehrer? Herr Lehrer? Herr Lehrer? Der Lehrer ist wieder nicht... Hä? Der hat mir doch in den Brief geschrieben. Hier ist nichts drin. Der hat mir doch in den Brief geschrieben, den ich jetzt oben abgelegt habe, dass ich, beziehungsweise, dass er wieder zurück ist mit dem John. Hä, der ist nicht da. Aber warum? Hä, aber wie konnte dann der Aufbaudienst hier das Ganze machen? Die ganze Schule wieder aufbauen? Naja, vielleicht kam irgendwas dazwischen oder so und der hat es mit dem Aufbaudienst über telefonisch geklärt. Das kann auch sein. Na gut, ich schaue jetzt einfach mal, ich esse jetzt erstmal ein Steak und dann schaue ich erstmal, wo der Paul ist. Vielleicht ist der Paul ja irgendwo unten oder so im Schulhof, dann schaue ich einfach mal nach. Weil der ist auf jeden Fall ziemlich... Hey, wer sind Sie denn? Hallo? Hallo, ich bin der Hausmeister, der hier nachschaut, dass alles nach Recht in Ordnung verläuft. Oh, okay, und warum sind Sie hier? Wir hatten noch nie ein Haus... Doch, ganz am Anfang hatten wir mal ein Hausmeister. Aber warum sind Sie jetzt denn hier am Start? Ja, der Herr Lehrer Equix, der hat das so mit mir abgesprochen. Okay, und was machen Sie dann hier so die ganze Zeit? Ja, ich schaue hier halt nach den ganzen Sanitäranlagen und dass hier auch alles schön gewartet werden und nach der Elektrizität und alles, was so anfällt. Okay, alles klar. Aber Sie wissen schon, dass es hier quasi eine Schule für ganz besondere Kinder ist, oder? Und haben Sie auch besondere Fähigkeiten? Nun ja, außer meinen täglichen Arbeiten eigentlich nicht, dass ich wüsste. Aber dann hätte Sie der Lehrer bestimmt nicht hier in die Schule gebracht. Wir können ja demnächst mal versuchen rauszubekommen, was Sie für Fähigkeiten haben, wenn Sie Lust natürlich da drauf haben. Ja natürlich, alles klar, ich muss dann auch jetzt mal wieder. Wie heißt denn du? Ich bin der Nunan und wie heißen Sie? Ich bin der Christian. Christian, das ist aber ein lustiger Name. Ja. Okay, dann müssen Sie jetzt auch wieder weg, oder was? Ja, ich muss wieder weg. Tschüss. Okay, alles klar, bis dann. Tschüss. Okay, dann schaue ich mal oben nach. Vielleicht ist der Paul ja oben. Okay, dann schaue ich mal, wo der Paul sich so rumtreibt. Eigentlich muss er ja im Gästeschlafzimmer sein.
weil er hat ja noch kein eigenes Zimmer. Deswegen, ich glaube, er müsste hier sein. Hier ist Yassis Zimmer. Hier ist das Gästeschlafzimmer. Okay, alles klar. Der Paul. Hallo, Paul. Bist hi, Paul. Hallo, hallo, Lola. Was geht? Wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut. Okay. Mir geht's gut. Hast du schon unten gesehen? Die Schule ist wieder normal. Der Aufbaudienst hat gute Arbeit geleistet. Ja, die Zerstörung ist, sag ich mal, wieder eingegliedert. Was glaube ich hier? Auf jeden Fall geht's wieder gut mit okay, der Ding. Okay, das ist gut. Und ich habe gerade eben so einen Hausmeister getroffen. Der ist jetzt auch irgendwie hier neu. Also da hast du auch einen neuen Typ. Aber auf jeden Fall wollte ich nur sagen, dass ich hoffe, dass du dich hier gut eingelebt hast schon mal so ein bisschen. Ja, also das Gästeschlafzimmer ist ziemlich bequem von Anfang. Ja, glaube ich auch. Aber ich wollte dich auch noch fragen, hast du irgendwie den Lehrer oder so gesehen? Weil der wollte eigentlich heute wieder zurück sein. Also hat er gestern geschrieben. Der ist irgendwie nicht nein, da. Den hab ich nicht gesehen. Ach so. Aber ich wollte dir noch danken, dass du mir gestern so die Schule gezeigt hast und so. Ach so. Ja, klar, kein Problem. Also du hast ja schon das Klassenzimmer gesehen und die ganzen Zimmer. Ja. Du hast auch den Dings. Oh, warte, komm, ich zeig dir noch was. Und zwar die Küche und die Toiletten, die habe ich ja auch noch nicht gezeigt. Komm mal mit, ganz gediegen. Auf jeden Fall, ist es gut, dass du jetzt hier auch am Start bist in der Minecraft-Schule. Ja, ich finde sie auch ziemlich toll. Ja, und die Achterbahn, die ist auch ganz nice. Aber ja. Heute Abend, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, wegen den Fähigkeiten, weil die hast du ja auch gestern so miterlebt, dass die Fähigkeiten jetzt nicht so, nicht so gut am Start sind bei mir. Da muss ich heute Abend so einen Trank trinken von dem John, weil der John ist unser Erfinder von der Schule. Also quasi nicht, dass er der Erfinder ist, aber er ist quasi Erfinder und hat so ein paar Tränke auch gebraut und so weiter, dass meine Fähigkeiten wieder, normal werden. Und deswegen hoffe ich mal. Deswegen muss ich heute Abend einen Trank trinken. Komm mal mit hier zur Schulküche. Komm mal mit. Aber ich hoffe, dass das alles klappt mit diesem Trank, weil das weiß man nicht. Ah, hier ist die Schulküche. Hier ist die Schulküche, guck mal. Komm, wollen wir uns irgendwas zu essen machen? Komm, wir machen uns irgendwas. Ja, ich hab Hunger. Komm, oh, ich habe sogar Steak hier noch am Start. Komm, wir braten hier das Steak im Dings. Geht eine das? Eine Waschmaschine. Oh, das ist eine Waschmaschine. Hoppla. Ja gut. Okay, hier an Start. Guck mal hier. Hol dir das gleich raus, wenn hier so ein schönes Steak drin ist. Ach ja, übrigens, der John, also der ist jetzt auch gerade weg. Ich glaube, der ist immer noch weg. Der wohnt oben in so einem Wohnwagen. Also, ein Wohnwagen auf dem Dach? Ja, genau, der Wohnwagen. Da sind ganz viele Bücher drin und mit so Fähigkeiten und so weiter. Das ist auf jeden Fall richtig heftig. Okay, komm mal mit, ich zeig dir auch noch. Hast du das Steak genommen? Ja, hab ich genommen. Gönn dir auf jeden Fall. Ich zeig dir auf jeden Fall noch die Toiletten. Achso, ich wollte dich auch noch fragen, so, Paul, was sind denn quasi deine Eltern, so dass du so schnell rennen kannst und so weiter? Also, mein Vater ist ein Nachkomme von Flash. Oh, deshalb kann von dem Superheld? Genau, deshalb kann ich auch so schnell rennen. Und meine Mutter ist eine Candy Woman. Die kann alles Ungenießbares, sag ich mal, in Süßigkeiten verwandeln. Echt? Oh mein Gott, das sind ja heftige Fähigkeiten. Ja. Das ist ja richtig nice. Und aber die muss dann auch bald mal hierher kommen und dann mal die. Ja, die Pfannkuchen vom Herr Lehrer, der macht manchmal Pfannkuchen. Die muss ja auch mal zu Süßigkeiten verwandeln. Die sind, ich sag mal, ungenießbar. Aber dann muss sie auf jeden Fall auch mal bald bei uns vorbeischauen. Oder ich komme mal bald nach Candyland. Das wäre auch lustig, oder? Das wäre echt gut. So, hier sind die Jungstoiletten übrigens. Wenn du mal musst, sag ich mal. Ja. Hier habe ich auch schon ordentlich, machst du da auch rein? Komm, wir machen mal hier gemeinsam rein. Ich mach hier rein und du da, okay? Ja. Ah, ja, das ist gut. Oh ja. Ah. Okay. Bin fertig. Jetzt hier noch Hände waschen. Okay, jetzt hier noch Hände waschen. So. Okay, Hände gewaschen. Bist du auch schon fertig? Ja. Bist du auch? Okay, alles klar. Okay, dann ist ja echt cool, dass du Flash, dass einfach dein Vater ist Nachkomme von Flash und ey, dann deswegen rennst du so schnell. Das ist ja echt cool. Genau. Okay, Luna, ich muss dann jetzt auch mal gehen. Ich habe meiner Mutter versprochen, dass ich heute Abend noch mal nach Hause komme und ihr noch bei ein paar Sachen helfe. Okay, alles klar. Ja gut, dann geh einfach vorbei. Also ich muss dann heute Abend, genau um Mitternacht, muss ich dann diesen Trank trinken da. Ich hoffe, das klappt alles. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg, dass du da, dass du deine Fähigkeiten wieder in den Griff bekommst. Dankeschön, Paul, auf jeden Fall. Okay, dann bis später. Ja, bis später. Tschüss. Tschüss. 6,5 Stunden später. Okay, es ist jetzt Mitternacht. Ich muss jetzt gleich den Trank zu mir nehmen.
Oh Gott, aber es ist ein bisschen schade, dass niemand da ist. Der Lehrer ist nicht da, der John ist nicht da, ist eigentlich niemand da. Jetzt ist der Paul auch noch weggegangen nach Candyland. Und sogar die Yassi und so, die haben alle Angst vor mir, haben sie alle irgendwie verzogen, sind alle irgendwo anders hin. Aber egal, ich bin schon groß, ich bin schon so groß. Das muss ich auf jeden Fall auch alleine hinbekommen. Okay, okay. Wie viel Uhr ist jetzt? Ich guck mal auf mein Handy. 23.59 Uhr, okay. Jetzt muss ich auf jeden Fall gleich den Trank trinken. Ich hole ihn mir direkt ins Inventar. So, ich mache jetzt einfach mal so die Tür hier zu. Nicht, dass ihr irgendwie, dass ich irgendwie noch was zerstöre, irgendwie verwandelt zu irgendwelchen Eisengolum und ihn dann hier alles zerstöre. Okay, okay. Ich hole mir jetzt den Trank hier ins Inventar. Okay. Da steht werfbarer Trank der Regeneration, aber ich glaube, das ist einfach nur irgendwie der Name von dem Trank. Er hat ihn, glaube ich, umgebraut irgendwie. Da hat er noch was anderes dazu. Also anstatt Regeneration hat er noch irgendwas anderes dazu gemacht. Ich hoffe, das klappt jetzt alles mit diesem Trank. Dass meine Fähigkeiten wieder danach ganz normal sind. Dass ich wieder in die Vergangenheit, beziehungsweise die Vergangenheitsfähigkeit wieder habe. Und was das Wichtigste ist, die Eisengolem-Fähigkeit. Weil die ist die wichtigste, weil die kann ich, die muss ich einfach kontrollieren können. Weil sonst töte ich Leute oder zerstöre einfach Sachen wie die Schule hier. Okay, ich würde sagen, ich trinke jetzt einfach mal. Stimmt, das ist ein werfbarer Trank der Regeneration. Ich kann den gar nicht trinken. Okay, okay, dann ich würde sagen, okay, dann muss ich einfach den Trank auf mich werfen, würde ich sagen. Dann werfe ich den einfach so auf mich drauf. Okay, wie viel Uhr ist jetzt? Okay, nur noch 10 Sekunden bis 0 Uhr. Okay, dann werfe ich den Trank jetzt in wenigen Sekunden auf mich. Okay, so. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ich spüre noch nichts. Ich spüre noch nichts. Okay, es hat eigentlich, es riecht hier gut im Raum. Es ist ein guter Regenerationstrank. Okay. Okay, oh Gott. Irgendwie wird mir... Ah, ah, ah.